Nachdem wir mit Rijo die Stadt der Gerudo gegen die Gyptos verteidigt haben, haben wir den Donnertempel entdeckt, den wir jetzt betreten werden. Ob hiernach auch die Story endet und wir allmählich aufs Finale zusteuern, erfahrt ihr in diesem Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Oh nein! Digga, was bist du denn? Junge, bist du ekelhaft? Die Gypto-Königin. Peiniger des Donnertempels? Das klingt wie nach Final Boss. Warum heißt die jetzt schon Peiniger des Donnertempels? Digga, was bist du? Hier ist der Ursprung des Sturms. Junge, du bist ganz schön groß vor allem. Okay. Was? Ich hab doch einen Laser geschossen. Scheiße, Rijo, lad dich so schnell auf. Lad dich so langsam auf. Komm, bitte, bitte. Hau auf Treffer. Wunderbar. Oh, das heißt, ich kann die jetzt schon töten? Oh mein Gott! Oder auch halt nicht, ne? Scheiße, man hält die viel aus, Junge. Okay, jetzt hab ich hoch rein. Jetzt hab ich dringend hoch rein. Ich bin so dumm einfach. Und jetzt mal ein bisschen Angriffsboost rein, oder? Junge, bleib doch hier! Wunderbar, ist wieder weiß geworden, ist wieder weiß geworden. Sidon, auch nochmal hinterher. Komm. Okay, Halbzeit anscheinend. Das ist gar nicht mal so einfach. Oh ja, was kommt jetzt? Einfach nur sauer oder kommt irgendwie Verstärkung oder so eine Scheiße? Oh. Ist es doch schon der Final Boss oder was? Ist das echt der Final Boss und wir haben ihn jetzt schon zur Hälfte besiegt? Das ist ja sehr strange. Das wäre sehr strange irgendwie. Komm bitte her, danke. Und wir machen den Eingang auf, wenn ich das richtig sehe. Donnertempel Erdgeschoss. Sehr schön, wir sind im Donnertempel. Digga, was zur Hölle? 8 Stockwerke. Willst du mich eigentlich verarschen? Junge, was ist das für ein Tempel einfach? Das wird sehr spannend, denke ich. Komme ich einfach mit Deckensprung ins nächste Stockwerk? Nein, natürlich nicht. Gerade so nicht. Okay, wir sind hier im Eingangsbereich und können schon genau gar nichts erreichen. Das ist sehr gut. Ach, hier ist ein Schalter. Den habe ich einfach nicht gesehen. Starke Leistung. Junge, einfach fucking Indiana Jones hier. Der ist ziemlich cool. Allein schon vom Design her ist der insane. Ja, jetzt sind wir im Untergeschoss, okay. Was ist das? Was ist hier los? Was ist hier los? Okay, soll ich hier runter? Weiß ich nicht. Hier sind Gyptoknochen, immer gut. Und Flair, weiß ich nicht. Warum sind die tote Gegnerreste einfach? Ach, die Musik ist ja schon so bedrückend und mysteriös einfach, ne? Grandios. Der Tempel ist gigantisch. Hier kann ich tatsächlich... Oh, jetzt kann ich das nicht rausbewegen. Das ist gut. Oh, verdammt. Verdammt. Nein, ich will einfach nur die Truhe aufmachen. Genau, passt schon. Topaz, okay, nice. Oh, hier ist sogar ein Grab. Hier ist einfach ein verdammtes Grab. Und ein Gerudo 2 hinter. Kombiniert man sie mit einem Material, wird dessen Stärke maximiert. Ihre Haltbarkeit steigt jedoch weniger stark. Mal 2. Aber die Haltbarkeit sinkt. Okay. Aber mal 2 ist ja mal geisteskrank einfach. Junge, was zur Hölle? Einfach eine 78er 200 gebaut. Ganz spontan so. Und das war nicht mal das Krasseste, was ich hätte machen können. Huiuiui. Okay. Oh, verdammt. Hier geht's noch tiefer. Bro. Was ist das überhaupt? Ich glaube, die mag ich, die Waffen. Die sind mir sympathisch. Link, kannst du hier bitte raus? Link. 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 Ich bin einfach irgendwie durchgeklippt. Perfekt, Digga. Die Flammen sind im Weg. Ja, ich sehe schon, Rijo. Ich sehe schon. Ja, das war jetzt nicht so schwer irgendwie. Und jetzt ist es vorbei. Bro, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen muss in diesem Tempel. Okay. Was ist das für ein Tempel einfach? Da komme ich erstmal nicht weiter. Alles gut, Rijo, alles gut. Ich kümmere mich schon drum. Ich kümmere vielleicht doch nicht drum. Okay, Zeitumkehr ist so overpowered einfach. Zeitumkehr ist so heftig, Junge. Okay, sehr schön. Junge, ist dieser Tempel epic. Erstmal ohne Scheiß, ne? Der ist auch so riesig. Ich bin immer noch in U1 und selbst das ist verdammt riesig. Keine Ahnung, was es hier zu sehen gibt. Dann kommen wir anscheinend wieder. Ah ja, okay, wir müssen hier sogar hin für den zentralsten Spot. Ich glaube aber, der ist relativ linear, der Tempel. Und das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Da kann ich auch nicht so viel falsch machen. Aber wir gucken erstmal, was es hier unten gibt. Ich kann jetzt so viel mitnehmen, ne? Überall sind diese Särge oder was auch immer das ist. Hier ist mal ein Gerudo-Bogen, perfekt. Dann können wir wohl von hier aus wieder nach oben. Raum des Hoffnungslichts. Bro, wo sind wir hier bitte? Ein Delta-Elite-Konstrukt, okay. Digga, wie der von 5 gleichzeitig fertig gemacht wird, das ist so ehrenlos, ne? Die Haltbarkeit hält sich echt in Grenzen beim Gerudo 2, da muss man schon so sagen. Aber Delta-Elite-Konstrukt ist halt wahnsinnig gut, das ist halt so mächtig, dieses Item. Hier ist auch nochmal in so einen kleinen Nebenraum. Bruder, wie riesig ist das? Meine Bogentasche ist voll scheiße. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir haben es irgendwie noch geschafft. Ist hier unten vielleicht sogar irgendwas? Oh, wow, wow, wow. Ja, okay, das ist ja easy. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber ich schaff's irgendwie durch. Eine Gerudo-Lanze, perfekt. Auch nochmal genau das Gleiche. Auch wieder neue Waffenslots, ey. Ich habe zu viele gute Waffen langsam. Geht's noch nicht weiter. Super interessanter Ort einfach bisher. Tulin, können wir eigentlich das auch wegpusten? Geht das? Ja, geht sogar. Wunderbar, wunderbar. Das Licht reflektieren wir jetzt da oben hin, würde ich sagen. Aber wieder ikonisch, dass natürlich im Wüstentempel oder im Donnertempel, besser gesagt, mit Licht gearbeitet wird. Schön mit den Spiegelschilden, ne? Wunderbar. Jetzt müssen wir im Hauptraum sein, wo wir quasi anfangen können eigentlich. Ja, ja, ja. Ja, okay, alles klar. Und von hier aus müssen wir wohl die einzelnen Punkte sammeln. Ja, der ist echt anders als die anderen Tempel, ne? Der ist ziemlich anders aufgebaut. Raum des Aufstiegs, okay? Rein da. Okay, was zur Hölle? Der ist echt so anders als die anderen Tempel, WTF? Ja, also die Plattform hat nicht so viel ausgehalten, ne? Ja, die hätte ein bisschen höher steigen müssen. Wie viele waren es? 4. Diesmal sind es nur 4, aber ich glaube, die werden ziemlich kompliziert. Mit dieser Plattform gelangen wir zur Spitze des Tempels, ja. Und da wird wohl der Boss nochmal sein, ja. Nur 1 ist im Erdgeschoss, dann 1 in E1, in E2 und in E3. Wofür sind E4, 5 und 6 dann bitte da? Jetzt mal ganz im Ernst. Warum gibt es so viele Etagen? Das ist ja geisteskrank. Das soll ja hier im Erdgeschoss sein, ne? Okay, wir müssen nur durch diese Tür durch. Wie kommen wir durch diese Tür durch, ist die Frage. Kommen wir irgendwie von weiter oben oder wieder runter? Ich habe keine verdammte Ahnung. Jetzt sind wir in E1, okay? Und hier in E1 befindet sich sogar der erste Checkpoint. Können wir den schon mal machen? Wir kriegen das schon hin, wir kriegen das schon irgendwie hin, ja? Okay, und jetzt muss ich
irgendwie in dieses Ding reinkommen. Oh je, Alter. Ah, man kommt von oben rein. Okay, man kommt hier wohl von oben rein. Das macht es auch nicht besonders einfach. Ich glaube, das wird komplex. Ich glaube, das wird ehrlich komplex. Jetzt sind wir schon in E3. Was kann ich denn in E2 machen? Hier drüben geht es theoretisch rein, aber es reicht wahrscheinlich nicht, eine Funkelfrucht dagegen zu schmeißen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu einfach. Wir brauchen irgendwie Licht hier. Aber ich habe keine Ahnung, wie hier Licht überhaupt reinkommen soll. Ich kann hier oben vielleicht sogar lang, ne? Ja, das schaut gut aus. Okay. Okay, hier geht's auch weiter irgendwie. Hier ist... Aha! Ist das Licht? Oh mein Gott, ich habe Licht gefunden. Geil. Ich habe Licht gefunden. Wir machen Fortschritt. Wir machen tatsächlich Fortschritt. Das ist ja so schön. Okay, wir machen kurz Zeitung hier auf einen von denen hier. Genau. Jetzt kommt Licht hier durch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Crazy, okay. Damit haben wir schon mal den ersten Schritt geschafft auf jeden Fall. Das Licht schießt jetzt darüber. Mehr oder weniger. Also gleich. Ja, und das führt jetzt zu einem Schalter, durch den ich noch weitergehen kann. Interessant, interessant. Das sieht sehr richtig aus. Okay, wir stopfen einfach mal. Ja, komm, für euch Weicheier mache ich sogar den richtigen Weg. So, aufkommt. Jetzt ist es safe. Seid echt die übelsten Indiana Jones Vibes, jetzt mal ohne Scheiß. Und ich finde es ziemlich cool. Es ist überall so fallenden Pyramiden. Das ist voll cool einfach. Warum seid ihr eigentlich hier drin? Was macht ihr hier? Warum seid ihr in einem scheiß Tempel drin? Wie seid ihr reingekommen? Hier ist anscheinend irgendwie auch, hat was mit Licht zu tun. Definitiv. Heißt also, wir müssen wahrscheinlich nach da unten gehen. Genau. Und das Ding irgendwie aufmachen. Aha! Okay, Moment, Moment, Moment. Ah, okay. Das müsste reichen. Das müsste ehrlich reichen. Jetzt komm schon. Let's go. Danke. Okay, auch nicht so einfach. So, das geht da hoch. So, perfekt. Dieses Licht muss jetzt auch wieder weitergeleitet werden. Wunderbar. Sehr schön. Auf, komm. Auf geht's. Ja. Sehr schön. Haben wir einen von vier geschafft. Ey, Junge, was ist das für ein wilder Tempel? Jetzt mal ohne Scheiß. Die Frage ist, wo machen wir jetzt weiter? Was bringt es überhaupt, weiter nach oben zu gehen? Kann ich überhaupt weiter nach oben? Ist das überhaupt möglich? Ich glaube, E6 ist echt der Kampfraum einfach. Ne? Ich glaube, das wird einfach der Kampfraum sein. Wie zur Hölle soll ich hier reinkommen? Oh mein Gott, nein. Oh, ich sehe das die ganze Zeit nicht. Oh mein Gott, Junge. Ja, ich bin Blindfisch-LP. Ist okay. Ist okay, ich sehe wieder nicht viel. Ich schwöre, es ist so schwer zu erkennen, einfach weil hier alles so dunkel ist. Oder halt ich durch die Cam so geblendet werde. So, zwei von vier. Ja, der wäre echt geschenkt. Der war echt richtig geschenkt. Nochmal für alle. So, jetzt würde ich auch mehr erkennen, aber dann seht ihr nicht viel. Hier müssen wir echt das Licht irgendwie da drüben reinkriegen, in diesen Bre da vorne. Aber wie? Ich kann es versuchen zu droppen, den Spiegelschild. Ich weiß es nicht, ne? Ich bezweifle, dass das irgendwie funktionieren wird. Digga, das kann nicht sein. Als ob das die offizielle Lösung ist. Das wäre viel zu heavy. Dann gehen wir in den zweiten Raum. Dann in den nächsten Raum. Der Raum der Darbringung. Junge, was sind das für Namen immer eigentlich? Riju, ich brauche dich dringend. Überhaupt gibt es gespawnt, ich glaube nicht mal, ne? Und jetzt, uiuiui, erstmal nachdenken, ja? Wahrscheinlich da hoch. Warum auch immer die so eine Plattform drauf geklebt haben, aber das ist ja nicht mein Problem. Dann hier hoch. Sehr schön, das ist definitiv richtig. Okay. Ah, komm schon, danke. Wunderbar, wir haben es geschafft. So, Riju, komm her, Baby. Wunderbar. Und jetzt der letzte, der sich... Ach du Kacke. Ach ja, das war der hier in E1. Da kommt man nicht rein. Aber hier muss ich wohl von oben kommen, ne? Das sieht sehr stark danach aus. Ist da was? Scheiß drauf. Das ist mir jetzt irgendwie zu blöd, ganz ehrlich. Wir machen wieder Schwebesteine-LP. Das ist irgendwie leichter. Wunderbar. Einfach durch die Decke durch. Was kann schon schief gehen? Oh, sollten wir hier sein? Raum des Ruhmeslichts. Okay. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Okay, sehr interessant. Hier ist nochmal Licht. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich bin dabei, Riju. Ich bin dabei. Was? Warte mal kurz. Oh mein Gott. Kann es sein, dass sie nochmal viel komplizierter wird irgendwie? Okay. Wir müssen hier irgendwie das Licht im Eck schießen, ja? Wunderbar, wunderbar. Okay, was geht hier hinten ab? Raum des Tageslichts. Okay, hier kommt einfach Tageslicht durch. Ich sehe schon. Hier haben wir einen Spiegel. Den Spiegel nehmen wir einfach. Stellen ihn auf diesen Stein. Den stellen wir einfach hochkant. Dann stellen wir den Spiegel drauf. Der Spiegel leuchtet wunderschön hier durch. Sehr schön. Dann reflektiert das Licht perfekt hier rüber. Ey, es ist grandios. Es ist einfach nur grandios. So, dann nehmen wir das hier. Reflektiert das Licht weiter hier runter und treffen damit genau gar nichts. Perfekt. Damit hätten wir die Lampe unten geholt. Ja, ja, okay. Damit hätten wir die Lampe unten geholt. Wie kriegen wir das Licht jetzt hier an die beiden anderen Dinger? Das muss ja auch irgendeinen Sinn haben. Die stehen ja nicht einfach so zum Spaß hier rum. Ich dachte, wir müssen alle vier miteinander kombinieren, aber das ist gar nicht der Fall. Man muss nur zwei davon benutzen. Okay, ja. So, das schießt jetzt hier rüber und trifft genau gar nichts. Das Problem ist, dass ich nach was komplett anderem gesucht habe. Ich habe irgendwie versucht, den Spiegel zu drehen, aber es ging gar nicht. Alles easy. Ich glaube, wir haben den Tempel geschafft, ne? Jetzt muss ich nur noch irgendwie da hochkommen. So, Digga. Das ist verdammt hoch einfach. Aber okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, gerade so geschafft. Und jetzt muss ich einfach wahrscheinlich hier einen schönen Dive-Jump runter machen, richtig? Auch sehr interessant einfach, aber ja, wir haben es geschafft. Ach so, scheiße. Hier ist ein Schalter, oh mein Gott, ja. Hier ist ein Schalter. Ja, aber wo ist Riju trotzdem? Also... Okay, sie kann sich echt nicht teleportieren, aber das ist in Ordnung. Das kann man ja auch nicht erwarten von ihr. Jetzt haben wir es geschafft, ne? Jetzt haben wir es geschafft. Oh, ist das geil. Doch, der Tempel war ziemlich cool. Der Tempel war ziemlich, ziemlich cool. Oh je. Ja, das wird jetzt lustig. Vor allem, es kann man anscheinend auch normale Gyptos dazu. Was leuchtet da? Was leuchtet wo? Gypto-Königin die zweite? Oder, können wir da oben gegenschießen? Immer gut, ne? Das ist immer gut, denke ich. Ja, da ist er wieder. Ja, da ist er nochmal einfach. Aber strange Entscheidung, dass man sie schon gesehen hatte. Ich meine, ist jetzt egal, das ist der gleiche Part und sowas. Alles easy, aber trotzdem komisch irgendwie, ne? Wunderbar. Oh mein Gott, Digga. Okay, wir brauchen irgendwas sehr Starkes. Wir brauchen irgendwas sehr, sehr Starkes. Und zwar Gypto-Knochen mit Triple-Shot-Bau, oder?
Scheiße. Okay, und wir nehmen einfach das Masterschwert, oder? Ja, perfekt. Junge, wir machen so heftig viel Schaden. Wie geil. Jetzt schon Halbzeit. Was willst du eigentlich machen? Scheiße. Ja, und jetzt wird's eklig. Jetzt wird's richtig eklig. Boah, stressig. Okay, einen ist kaputt. Gut, die spawnen wahrscheinlich auch nicht wieder, ne? Oh, das ist gut. Das ist gut. Oh, Digga. Wie wir die zerstören einfach mit Licht, Junge. Oh, das ist cool. Eigentlich voller Lichttempel. Das finde ich richtig nice. Sehr schön. Oh mein Gott, scheiße. Lauf. Scheiße. Ich muss nachdenken. Was spucken die da überhaupt, Digga? Riju, komm mal her. Genau, Riju, komm her. Junge, was ein Chaos. Aber voll der geile Bosskampf, ohne Scheiß. Nein, scheiße. Junge, was zur Hölle, was machst du? Sehr schön. Jetzt mit Gift und Knochen hinterher. Mit deinen eigenen Waffen schlage ich dich. Guck dich an. Auf geht's rein da. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Letzter Schlag. Schön mit. Weil es so ikonisch ist mit dem Gerudo-Messer, oder? Okay, ist nicht der letzte Schlag, scheiße. Easy, Alter. Wunderbar. Der war richtig geil, der Tempel, ohne Scheiß. Er hat richtig Fun gemacht. Also ich meine, der Feuertempel war auch sehr, sehr groß. Aber der war sehr, sehr groß. Und ein bisschen, man musste nachdenken. Man konnte nicht alles cheesen. Man musste eigentlich alles auf die offizielle Tour machen, mehr oder weniger. Wunderschön. Und unser 23. Herz. Sehr schön. Erstmal den Herzcontainer einsammeln. Wild, ey, wild. Aber trotzdem, ich finde, es hat am meisten Spaß gemacht. So, war eine gute Challenge auf jeden Fall. Das Boss-Design war ziemlich cool. Die Gyptos an sich sind mega, mega cool. Das passt schon. Riju, du musst es als Ohrring tragen. Habe ich schon gesehen. Wunderbar. Jetzt kommt Gypto-König, ja, Mann. Jetzt kommt der Ehemann. Was hast du hier getan? Warst du es, die immer zu uns sprach? Ich bin deine Ahnin aus einer längst vergessenen Zeit. Die damals einfach noch Ganon geholfen hat. Als Ohrring schon wild so, ne? Muss man schon sagen. Unser Volk trägt die Schande, ihn hervorgebracht zu haben. Wir werden unserer Pflicht nach... Gut, dass sie es einsieht. Gut, dass sie es einsieht, dass die Gerudo schon ein bisschen Schuld daran haben, dass Ganon an die Macht gekommen ist, ne? Es ist mir vorbestimmt, an Links Seite zu kämpfen? Wir müssen auch heiraten. So verlangt es die Geschichte. Wenn ich die vier Fähigkeiten ranken müsste, würde ich sagen Tulin auf 1, dann auf 2, glaube ich, Yunobo, auf Platz 3 Riju und dann, glaube ich, Sidon. Yes. Endlich mal eine Hand, die so groß ist wie meine. Das gibt's doch nicht. Endlich. Holt ihr auch mal Zeit. Yes, sir. Das war trotzdem größer als ich, ne? Obwohl sie die kleinste Gerudo mit Abstand ist, ist sie trotzdem größer als ich. Oh mein Gott, das ist der richtige Finger. Es ist der Ringfinger, Leute. Das ist ein Zeichen. Aber okay, aber spätestens jetzt checkt man ja absolut. Ja, irgendwie, also der Mittelfinger ist noch frei. Das kann ja nicht sein. Irgendwas fehlt da ja noch. Ja, ist einfach so ein fetter Tempel in der Wüste auf einmal. Wie geil ist das bitte? Oh, der Sandsturm verschwindet. Wild, oder? Und einfach so ein riesiger Tempel hinter Gerudo Stadt. Wie cool ist das bitte? Das ist echt so eine Pyramide, ne? Da kann man ja auch draufklettern wahrscheinlich. Oh, die Gypto-Angriffe haben am Ende gefunden. Das ist aber eigentlich schade, weil ich mag die Gyptos eigentlich. Und jetzt können die wieder an der Oberfläche leben. Ja, gern geschehen. Und wir dürfen einfach ganz normal nach Gerudo gehen. Das finde ich was das Coolste, dass wir einfach ganz normal nach Gerudo gehen können, was in BOTW ja leider nicht möglich war. Wir konnten leider nichts Neues über Prinzessin Zeldas Schicksal in Erfahrung bringen. Ja, ich weiß, ich hab's gemerkt. Ja, ich weiß schon, Riju, du musst hier in Gerudo Stadt bleiben. Das ist schon in Ordnung. Schwur von Riju, Weise des Donners. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Ja, ich habe bereits die anderen Dörfer besucht. Okay, sie sagt es sogar. Im Spielposten sehnt man sich sicher gewiss nach deinem Bericht. Ob ich da hingehen sollte, das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Wir haben es geschafft. Wir haben die vier Regionen untersucht. Dann sollten wir zu Pura gehen. Dann reden wir jetzt noch ganz kurz mit Pura und gucken, was dabei rumkommt. Das wird, glaube ich, sehr interessant. So, Pura. Ja, wir haben es geschafft. Was soll ich sagen, ne? Ich habe gehört, was passiert ist. Was ist denn passiert? Ja. Okay, es ist eine Menge passiert. Ja, ich weiß schon. Wir haben gar nicht mehr geredet. Stimmt ja eigentlich. Ich habe alles geschafft. Wir sind irgendwie gefühlt immer noch null weiter mit der Story. Einfach wissen wir noch gar nichts einfach. Das, was du berichten, ja. Oh no, und was geht es jetzt? Um was geht es? Wir haben irgendwann mittags. Digga, was geht denn jetzt ab? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Link, sieh dir das an. Wird's jetzt richtig ernst? Oh no. Okay. Pura ist der Endboss. Und das war's auch schon wieder. Das ist... Junge, was? Warum spiele ich mit meinen Gefühlen? Ja, sie ist wieder weg. Evil Zelda hat sich schon wieder aus dem Staub gemacht. Hast du es gerade gesehen? Ja. Also sie hat das Schloss nicht verlassen. Also irgendwie doch, weil wir haben sie andauernd irgendwo anders gesehen, aber am Anfang auch im Schloss. Okay. Die Soldaten und ich können Schloss Hyrule im Moment aber nicht erreichen. Ja, ich schon. Ich war nur noch nicht da. Das ist so krass, ich war immer noch nicht da. Und ich habe jetzt inzwischen 60 Spielstunden oder so. Ich war immer noch nicht da. Komm bitte heil zurück, ja? Zusammen mit der Prinzessin. Das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Jetzt müssen wir wirklich ins Schloss, ja? Jetzt müssen wir also wirklich ins Schloss. Aber ganz sicher nicht mehr heute. Aber beim nächsten Mal. Ich bin unglaublich gespannt, was jetzt kommt. Wie gesagt, dann wird es ja wohl auch noch hier in den Firone-Luftraum gehen. Die Donnergroll-Inseln, auch im Untergrund ist hier diese sehr spannende Stelle gewesen, wo ich mich nicht weiter umgucken durfte, ne? Die aber auch sehr interessant aussieht. Aber auf jeden Fall geht es jetzt beim nächsten Mal zum ersten Mal ins Schloss, wo wir auch Reckengewand holen können und ein paar andere Dinge noch. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt unbedingt den Kanal. Ich hab richtig Bock drauf, ohne Scheiß jetzt mal. Und hier könnt ihr noch ein anderes Video aus dieser Reihe abchecken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Anschauen und tschüssi.